Der aktuellen Krise haben immer mehr Unternehmer erhebliche Umsatzeinbußen oder werden teilweise sogar komplett unter Quarantäne gestellt. Darüber hinaus werden etwa Gaststätten, Geschäfte umfangreich stillgelegt oder müssen komplett schließen. Und dann stellt sich die Frage, was macht man mit den laufenden Kosten, insbesondere mit den Personalkosten? Und grundsätzlich ist es so, wenn ein Betrieb stillgelegt wird oder wenn weniger Arbeit anfällt und deswegen die Arbeitnehmer zu Hause bleiben, vom Chef nach Hause geschickt werden, muss der Arbeitgeber trotzdem das Gehalt weiterbezahlen. Ja, zum einen bietet es sich an, natürlich noch Urlaub abzubauen. Hier kann der Arbeitgeber bis zum bestimmten Punkt auch Zwangsurlaub anordnen, etwa den Urlaub, der noch vom Vorjahr offen ist. Oder ja, in der aktuellen Krise, wir Anwälte diskutieren darüber, wie weit es gehen darf. Aber vermutlich bis zur Hälfte des Jahresurlaubs fürs Jahr 2020 wird Zwangsurlaub wohl zulässigerweise angeordnet werden dürfen. Darüber hinaus bietet es sich natürlich an, Überstunden abzubauen, bis zum bestimmten Punkt auch Minusstunden aufzubauen. Aber all diese Punkte, die helfen natürlich nur für einige Tage oder für wenige Wochen. Wenn es dann weitergeht, gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit, Kurzarbeit anzuordnen, um dann tatsächlich Entlassungen zu vermeiden. Kurzarbeit kann bedeuten, dass man, wie der Name schon sagt, kürzer arbeitet. Zum Beispiel nicht 5 Tage die Woche, sondern nur 4 Tage die Woche. Es kann aber auch im Extremfall bedeuten, dass der Arbeitnehmer überhaupt nicht mehr arbeitet, sogenannte Kurzarbeit Null. Ja, der Arbeitnehmer hat einmal den Vorteil, dass er keine Kündigung bekommt, sondern weiterhin seinen Arbeitsplatz behält. Auf der anderen Seite wird er im Regelfall weniger Gehalt bekommen. Denn die Idee hinter dem Kurzarbeitergeld ist es ja, Kündigungen zu vermeiden, also den Arbeitgeber finanziell zu entlasten. Für diesen Zeitraum bezahlt die Agentur für Arbeit 60 bzw. 67% des bisherigen Nettogehalts. Also das berechnet sich genauso wie das Arbeitslosengeld, gibt also auch eine Obergrenze. Und in dieser Größenordnung bezahlt die Bundesagentur für Arbeit das Gehalt. Allerdings erhält nach wie vor der Arbeitnehmer sein Gehalt vom Arbeitgeber und der Arbeitgeber bekommt dann diesen Zuschuss wiederum von der Agentur für Arbeit. Ja, es muss ein erheblicher Teil der Belegschaft von dem geringeren, ja, Arbeitsbedarf betroffen sein. Das wurde jetzt erst am Freitag kurzfristig vom Bundestag nochmal gesenkt. Also sobald 10% der Belegschaft von der Kurzarbeit betroffen sind, also sprich bei jedem 10. Arbeitnehmer ein geringerer Arbeitsbedarf besteht, kann Kurzarbeit angeordnet werden. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass tatsächlich Alturlaubsbestände aus den Vorjahren aufgebraucht worden sein müssen. Und die dritte Voraussetzung ist auch, dass noch bestehende Überstundenkontingente abgebaut worden sein müssen. Also das ist primär abzubauen, bevor dann tatsächlich Kurzarbeit beantragt werden darf. Beantragt wird die Kurzarbeit dann bei der Agentur für Arbeit. Da gibt es auch einen Link auf unserer Homepage, wie das Sie das als Arbeitgeber dann beantragen können. Probleme in der Praxis stellen sich dann immer, dass man nicht einfach einseitig Kurzarbeit anordnen darf als Arbeitgeber. Entweder man hat bereits im Arbeitsvertrag vereinbart, dass Kurzarbeit angeordnet werden darf. In großen Unternehmen wird es darüber hinaus in Betriebsvereinbarungen oder in Tarifverträgen Regelungen dazu geben. Wenn das alles nicht der Fall ist, dann bleibt dem Arbeitgeber nichts anderes übrig, als mit jedem einzelnen Arbeitnehmer eine Vereinbarung, eine schriftliche Vereinbarung zu schließen, dass Kurzarbeit angeordnet werden darf. Gegen den Willen des Arbeitnehmers ist es nicht möglich. Und wenn ein Arbeitnehmer dann tatsächlich sagt, nein, ich will das nicht, dann kann der Arbeitgeber nicht einseitig Kurzarbeit anordnen und im Ernstfall bliebe dann nur die Möglichkeit der Änderungskündigung, also sprich zur Reduzierung der Arbeitszeit oder der Beendigungskündigung, um das Arbeitsverhältnis ganz aufzulösen. Und natürlich dann auch in den Sternen steht, inwieweit so eine Kündigung dann einer gerichtlichen Überprüfung standhält. Grundsätzlich gibt es aber auch die Möglichkeit für Arbeitgeber, das Kurzarbeitergeld aufzustocken, also nicht nur das weiterzugeben, was er von der Agentur für Arbeit bekommt, die 60 oder 67%, sondern tatsächlich
theoretisch auch das volle Gehalt, volle Nettogehalt weiter zu bezahlen, dann sind ja trotzdem seine monatlichen Kosten drastisch gesenkt oder eine Zwischenlösung zu finden, das auf 80% aufstockt. Diese Möglichkeiten hat der Arbeitgeber, denn es kann natürlich auch nur im Interesse der Arbeitgeber sein, hier den Arbeitnehmer zu motivieren, seine Zustimmung zur Einführung von Kurzarbeit zu geben. Und man kann auch nur umgekehrt an die Arbeitnehmer appellieren, hier nicht zu streng zu sein und auch einer solchen Kurzarbeit zuzustimmen, denn es besteht sonst sicherlich auch die Gefahr, dass man seine Stelle verliert oder sogar das ganze Unternehmen früher oder später in die Insolvenz getrieben wird. Ansonsten hat die Bundesregierung, die bayerische Staatsregierung und der bayerische Ministerpräsident haben alle angekündigt, dass die Unternehmen hier nicht allein auf sich gestellt sind, sondern dass es hier auch Hilfen geben wird, sodass tatsächlich zu erwarten ist, dass in diesem Fall ein Arbeitgeber, der hier großzügig versucht, die Nachteile, die wirtschaftlichen Nachteile für die Arbeitnehmer abzumildern, hier auf hoffentlich auf spätere Unterstützung hoffen darf. Wenn Sie als Arbeitgeber Unterstützung benötigen bei der Anordnung von Kurzarbeit, helfen wir Ihnen gerne weiter. Wir haben auch auf unserer Homepage eine Art Kurzanleitung für Arbeitgeber zur Beantragung von Kurzarbeit eingestellt. Da finden Sie beispielsweise auch ein Vertragsmuster, mit dem Sie dann zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Anordnung von Kurzarbeit vereinbaren können.